So, meine lieben Freunde, ich hoffe, der Akku reicht. Ich hoffe, es funktioniert hier gerade halbwegs. Es ist jetzt eine spontane Aufnahme. Und zwar geht es um das Dinkelacker Weihnachtsbier. Ich kann mich nicht erinnern, das schon mal probiert zu haben. Hat eine Stammwürze von 12,4%, 5,5% Alkoholgehalt. Natürlich aus dem Dinkelacker Krug, so wie es sein muss. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, Dinkelacker ist eine Familienbrauerei aus Stuttgart. Auch eine Marke, die mir eigentlich ziemlich am Herzen liegt. Das ist, die machen solide Sachen. Wie gesagt, das Weihnachtsbier hier kenne ich nicht. Der Schaum enorm, enorm feinporig. Ich glaube, ich mache mal ein Bild. Hat einen unglaublich feinporigen Schaum. Endlich mal stabil. Also wunderschön, einfach genial, cremig und wunderschön, feinporig, Rasierschaum, kommt dem nahe. Ja, die Farbe, es ist relativ hell, vor allem für ein Weihnachtsbier, also es ist kein hellgelb, es ist schon noch ein recht starkes Gelb, aber hell, aber es ist kein Dunkelgelb, es ist immer noch relativ hell und es sieht so aus, als hätte es eine ziemlich starke Perlage. Also, was ist denn? Und, was sagst du dazu? Sieht gut aus, oder? Ja, die Sache, wollen wir mal anriechen? Also, es ist ziemlich malzig. Man riecht Hopfen raus. Ich finde es hat sehr angenehmen Geruch, ziemlich geil. Hat aber auch ziemlich einen Hauch von Pilz, würde ich sagen. Also es ist schon hopfig und riecht irgendwie auch ein bisschen. Es riecht nach einem sehr malzigen Pilz, könnte man irgendwie sagen. Also nach einem Pilz, das nochmal irgendwie einen Schuss mehr Stammwürze abgekriegt hat. Oder so. Ja, schwer zu sagen, aber riecht auf jeden Fall gut. Nicht wie ein Weihnachtsbier, aber wie ein gutes Bier. Okay, Kohlensäure ist dezent, zieht mehr aus, ist nicht zu viel, es zieht den Mund relativ zusammen, das ist recht herb und hat was von dem Pilz, tatsächlich, schmeckt hopfig, aber gleichzeitig wirklich auch malzig. In dem Fall ist wirklich der bitterherbe Charakter im Haupttrunk und dann so ein malzig, holzig, dumpfer Charakter im Abgang. Ziemlich geil. Und die Hopfenbittere bleibt aber auch noch mit. Also die spürt man wirklich ziemlich lang noch mit. Ja, sehr gutes Bier. Solide, vielleicht nichts Besonderes, ist okay. Könnte mir jetzt ehrlich gesagt auch einer als. Ja, gut, es ist halt kein Pilz und ist ja auch kein Export. Es ist schon so irgendwie ein Zwischending, aber was Leckeres. Was ziemlich Leckeres. Und könnte man mir so eigentlich im Sommer jeden Tag verkaufen, wenn ich irgendwo jemanden kennen würde. Keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen wie ein helles. Etwa. Ja, es hat so ein bisschen auch, ja, so in der Richtung. Also es ist schon irgendwie so ein Mischending. Es ist irgendwie eine Mischung aus verschiedenen Bierstilen so ein bisschen. Habe ich das Gefühl, vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber vielleicht findet ihr das ja selber mal raus, wenn ihr das Bier probiert. Auf jeden Fall kein Weihnachtsbier, meiner Meinung nach. Trotzdem ein Allround-Bier kann man eigentlich immer trinken, also auch zu Weihnachten theoretisch. Ist aber für mich tatsächlich doch eher so Sommerkneipenbier oder sowas in der Richtung. Also, aber es ist nicht fehl am Platz, es ist wirklich lecker, muss man sagen. So was zu essen, das passen würde, das ist für mich ein richtig schönes, ja, es ist ein schönes schwäbisches Bier. Dazu sollte man dann auch schwäbische Hausmannskost essen. Es ist auf jeden Fall ein Bier, das man wirklich zu einem möglichen Gericht nebenher trinken kann. Maultasche. Abraten in der Maultasche mit Ei oder irgendwie Cashbätzle, könnte es auch gut passen. Oder
vielleicht auch einfach ein Wurstsalat. Aber Herso ist wirklich ein Hausmannskostbier. Ein Festbierbier, ein Mittagessenbier zum nebenher trinken. Super, auch zum einfach so trinken. Super, ich bin begeistert. Ist sehr solide, ist gut. Was erinnert mich das? Es erinnert mich auch an irgendwas, was ich nicht so ganz beschreiben kann. Irgendwie an irgendein Bier, das ich wirklich schon getrunken habe. Ja, also man merkt, dass es von Dinkelacker kommt. Es hat wirklich was. Also das, man merkt es einfach. Den Alkohol merkt man nicht so arg raus. Man schmeckt ein bisschen, aber das ist nicht fehl am Platz. Das ist lecker. Also das ist ein. Ja, das habe ich letztes Mal schon bei dem Schimpfbier gesagt, aber das ist in dem Fall eigentlich auch wieder. Das ist so ein Getränk, das symbolisiert für mich so das Wort Bier. Wenn ich das Wort Bier höre, dann denke ich genau an das. Genial. Kein 10-Punkte-Bier, weil es halt einfach nichts Ober-Special-mäßiges ist, aber es ist solide. Der Schaum, der kriegt von mir 2 Punkte oder 3. Genial, die Farbe ist okay. Es ist halt kein wirkliches Weihnachtsbier. Wie gesagt, es würde von mir 8 Punkte kriegen. 8. Weil, ja, obwohl, sagen wir 8 bis 9, weil der Schaum einfach gigantisch ist. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, 8, das ist ein sehr gutes Bier, aber trotzdem halt, es ist ein Mittelmaß von der Besonderheit, ich sag nur von der Spezialität. Also, es ist halt, nichts unglaublich Außergewöhnliches, aber was Gutes. Es ist ein Bier, das kriegt von mir 8 bis 9 Punkte. 8 bis 9 Punkte. Es ist wieder wirklich ein sehr gutes Bier. Nicht unbedingt außergewöhnlich, aber es ist gut. Sagen wir dadurch, dass es kein wirkliches Weihnachtsbier ist, im herkömmlichen Sinn, würde ich halt wieder auf die 8 runtergehen, dadurch, dass der Schaum so unglaublich geil war. Der war wirklich götzhaus wie gezapft, wirklich. Hat es eine 9, wegen mir 8 bis 9, sucht euch was aus, je nachdem. 8 bis 9 Punkte, sagen wir so. Gut, lecker, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal, am Sonntag sehen wir uns wieder zum zweiten Advent. Mal schauen, was da dran kommt. Prost. Wollen wir mal anriechen? Mal weg jetzt. Hallo, nerv mich. Ey. Fort mit dir. Ich kann so nicht arbeiten. Komm mal.